Bonjour, Madame et Monsieur, willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Und der Arno steht hier schon am Straßenrand und wartet, dass es nur wartet darauf, dass es weitergeht. Ich habe noch ein kleines Upgrade vorgenommen, und zwar habe ich jetzt auch noch passend zu dem Mantel die passende Kapuze geholt. Jetzt sieht man, dass der Kragen da so ein bisschen hoch steht. Ja, sieht nicht schlecht aus, finde ich. So, was habe ich mir jetzt vorgenommen für die Aufnahme in der heutigen Episode? Ich möchte hier ins Theater gehen. Ja. Ich bin ja immer noch nicht fertig mit diesen beiden Gebieten hier, aber hier fehlt nur noch eine Mission. Das habe ich ja alles schon gezeigt. Und hier fehlen mir auch noch zwei. Und hier war ich eben schon mal fleißig und habe Kisten eingesammelt und Kokarden. Die Kiste, da komme ich noch nicht ran, weil da eine Tür ist, wo ich noch Schloss knacken Stufe 3 haben muss. Und hier haben wir aber noch das Theater. Das hat mich jetzt mal interessiert. Da will ich mal reingehen, weil es ja auch noch Schwierigkeit 1 ist. Also ist schon am Anfang noch machbar. Arno wurde zum Verwalter des Café Théâtre ernannt. Eines alten Spionagenests der Assassinen. Erkunde das Gebäude und bringe in Erfahrung, wie man es verbessern kann. So ein kleines zusätzliches Gebäude, wo man vielleicht auch Geld einnehmen kann. So ein Theater hier. Ja, da oben sieht man die beiden Masken. Drama und Tragödie oder Freude und Drama oder in Komödie oder Drama und Komödie. So war das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, schauen wir mal rein. Oh la la. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur Sainte Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte Ausschau nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Hört sich doch super an. Schöne Geldquelle hier. Guck mal, hier ist eine kleine Bühne. Machen wir hier einen Moulin Rouge draus, ey. Oder bauen Puff auf. Da verdient man bestimmt einiges mit. Was haben wir denn da vorne? Einkommen abholen. Ich habe schon Einkommen. Na, ich habe ja schon ein Clubhaus, ne? Okay, willkommen im Café. Es wird allerdings noch immer renoviert. Wenn die Renovierungen in Auftrag gegeben und Missionenleiterin Madame Gousset annehmen können, die es weiter ausbauen. Okay. Mach das mal bitte weg da. Ich will da unter den Text lesen. So. Einkommen nehmen. Sie beziehen Einkommen durch. Ja, danke. Immer kommt da was drüber, Mensch. Sie haben zusätzliches Einkommen vom Café erhalten. Ihre Tun finde ich super jetzt. Sie beziehen Einkommen durch die Kunden Ihres Cafés und die anderen Gesellschaftsclubs in Paris in Ihrem Besitz. Helfen Sie Charlotte bei Ihren Missionen oder kaufen Sie weitere Gesellschaftsclubs, um Ihr Einkommen zu erhöhen? Werde ich machen. Weitere Einkünfte verfügbar in 19 Minuten. Ja, das ist eigentlich genau wie früher mit Ezio. Da war das auch so geregelt, dass alle 30 Minuten oder so Einkommen verfügbar war oder eine Stunde oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her, Assassin's Creed Brotherhood und zweiter Teil und so. Was ist das hier? Zustandsbericht, Arbeitszimmer. Okay, Renovierung 0 von 5. Andenken gibt es hier auch sogar. Ach, die werden dann hier ausgestellt. Eigengesellschaftslos 1 von 7. Okay. 23 Francs habe ich im Moment als Einkommen. Das ist noch nicht so viel. Schauen wir mal, was das hier so kostet. Renovierung 100. Ich habe aber 7200. Ein bisschen kann ich mir sogar was leisten. Ist ja gut, wenn man hier was investiert, kriegst du ja immer mehr raus danach. Beauftragen Sie einen Architekten mit der Renovierung des Erdgeschosses. Ja, komm, fangen wir mal unten an. Erdgeschoss. Die Das bauen wir Arbeiter, die aus. das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden.
Sein Inhalt könnte euch interessieren. Ach, schau an. Da gibt's noch Geheimnisse. Ein neuer Raum ist verfügbar im Erdgeschoss. So. Oder muss ich noch warten, bis das fertig renoviert ist? Ich glaube nicht. Halle 250. Beauftragen Sie einen Architekten mit der renovierenden Halle. Das gibt es, ja, Verschönerungen. Und eine Mission wird dann freigeschaltet. Dann ja, es wird immer teurer. Erfordert vorherige Renovierung. Ach, man muss das alles nach Reihenfolge machen. Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Noch ein geheimer Raum. Boah, ist ja voll geheimnisvoll hier. So. Komm, wir haben noch Geld, ey. Hier, 1000. Nicht geizen. Da gibt's dann noch eine Mission für. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. Genau, mach auf das Ding. Ah, dann kann man noch ein bisschen verschönern. So ein paar Statuen und Wasser rumspringen lassen und so ein Krams. Einfach nur so Holzdeckel da abgenommen. Naja. So, jetzt wird's aber teurer. 5000. Nee, das werde ich noch nicht machen. Ich habe nur noch 5900. Und hier auch noch nicht. Ja, aber fehlen ja nur noch die beiden letzten Dinger. Dann habe ich ja das theoretisch schon fertig renoviert, das Haus. Wow. 3 von 5. Yeah. So, dann ist das hier die Kiste mit dem Geld. Ich schau mal kurz auf die Map. So, das ist die Einkommenskiste. Nee, das ist ein Andenken. Neues Andenken freigeschaltet, okay. Schnellreise gibt es dann hier. Ein neuer Brief verfügbar. Was ist das? Ein Clubsaal, okay. Ist das Andenken hier irgendwo? Wo ist das? Da oben? Ja, das hier ist ja nur die Kiste. Das muss über mir sein. Die Kiste ist nicht das Andenken. War hier irgendwas? Nee. Wo ist denn hier das Treppenhaus? Ich gehe einfach durchs Fenster. Wozu braucht ein Assassine schon ein Treppenhaus, wenn er an der Fassade hochklettern kann? Ah, guck mal, hier ist eine Treppe. Okay, was ist das denn? Kammer der Andenken. Leistungen, Einzelspielermissionen, Pariser Geschichte, Helixrisse. Helixrisse habe ich doch schon einige gemacht. Da steht noch 0 von 3. Muss ich da vielleicht alle komischen Dinger da finden? Das ist halt nur für Trophäen oder was? Was ist das denn? Pariser Geschichte, Andenken. Andenken für den Abschluss der Pariser Geschichte. Okay, muss ich alle machen. Ach so, das wird dann hier hingestellt. Ah, das ist hier so eine Trophäenwand. Okay. Ausrüstungsstatue, derzeitiges Level. Okay. Der Level dieser Statue entspricht dem schwächsten Ausrüstungsteil. Okay, das verbessert sich dann mit, wenn ich meine Ausrüstung selber verbessere. Okay. Ist ja noch einiges zu entdecken hier. Was man da alles machen kann. Ist hier noch was? Nein. Machen wir nochmal hier das Dings an. Hier ist auch noch so ein Schrank. Da kann auch noch einiges reingestellt werden. Einzelspieler-Andenken. Die Andenken, die sie während der Einzelspieler-Kampagne freigeschaltet haben. 3 von 12. Da habe ich sogar schon was drin da oben. Na, hier auch ein paar, drei Sachen. Kann ich mir ansehen. 2 Hämmer, die dem Schmied gestohlen wurden. 1 von 12. Ja. Eine Nachbildung des Markenzeichens der Assassinen, die versteckte Klinge. Na, oh, okay. Hier kommen mal die ganzen Sammelsachen rein. Das war ja in anderen Teilen auch schon, da gab es so Porträts und sowas. Hier vorne haben wir einen neuen Brief. Das ist sozusagen Arnos kleines eigenes Hauptquartier. Nicht da, wo der Rat halt ist. Das ist so mein eigenes Häuschen hier. Hier ist die Poststelle.
Oh, da setzt er sich sogar hin. Dieses Kästchen enthält alle Briefe, die Arno von Elise erhält. Ach. Die Templer-Bitch. Paris, 23. September 1788. Lieber Arno, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit. Wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne. Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht. Jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Okay, es sind ältere Briefe, noch aus der Zeit, bevor sie bei den Templern aufgenommen wurde. Ja, es kommen ja immer diese Koop-Missionen, ey. Sollte ich Lafreniere nächstes Mal nicht erwähnen. Verzieh dich! Assi. Wird man hier voll aufgedrängt, die Koop-Dinger. So. Mehr Briefe waren hier nicht, ne? Oder? Neue Briefe verfügbar, null. Nee. Und ihren Vater nie überreden, mich nach Paris mitzunehmen. Was? Ach, ich bin oben. Hey, das ist hier eine Terrasse, ey. Ist auch schick. Unten habe ich noch den Clubsaal, da war ich noch nicht drin. Was ist denn jetzt? Wollt ihr kämpfen, Monsieur? Wie bitte? Ein Übungskampf. Ein Assassine muss gut vorbereitet sein. Lautet unser Motto, nicht im Schatten zu arbeiten, unbemerkt zu bleiben und all das? Nennt es einen Ausweichplan. Es ist besser, hier in Sicherheit zu üben, als mit Schlägern auf der Straße zu kämpfen, oder? Touché. Ein wenig Training? Okay. Trainingsraum. Kleiner Dojo hier. Dann komm mal her, zeig mal, was du kannst. Schmetterschlag. Ach, das kann ich jetzt hier alle Training-Dinger durchgehen mit dem. Trainingsmission beginnen. Sind Sie sicher? Wenn Sie eine Trainingsmission beginnen, werden Sie zum Ort des Trainings teleportiert. Man trainiert nicht hier drin? Mach mal, komm. Habe ich noch nicht gemacht. Wird jetzt getan. So. Man muss ja alles mal gemacht haben im Spiel. Ich meine, er hat doch eben gesagt, man soll hier in Sicherheit trainieren. Wo werde ich denn jetzt bitte hin teleportiert? Nirgendwo, ich bin immer noch hier. Nach dir. Wo kommt er denn her? Haben sie hier einfach so einen Typen reingeteleportiert, ey. Komm schon. Ach so, gedrückt halten, okay. Bam, Junge. Lesen hilft. Okay. Bravo. Bravissimo. Danke. Was habe ich jetzt davon? Wow. Okay, das ist einfach. Jetzt soll ich sie töten? Nein, haust du mal ab hier mit dem mit der Knarre, ey? Von wegen hier ist sicherer, hier drin zu trainieren, ne? Die kommen hier mit Schusswaffen an und so. Okay. Gut gemacht. Trainier weiter und niemand wird dich stoppen. Das war's? Kriege ich dafür Belohnung? Geld? Nein.
diese Erinnerung bewerten. Na toll, dazu keine Erinnerung. Das war Training. Er ist doch nicht dein Ernst, dass er das jetzt neu laden muss. Ich bin doch immer noch in diesem Raum. Ja. Ich glaube, man muss echt mal mehr auch Hauptstory spielen, um dann neue Sachen immer dazu zu bekommen hier. Willst du dich verbessern? Noch besser? Ich bin schon besser, ey. Ich gehe mal noch unten, ja. Jetzt bin ich wieder rausgegangen, ne? Na, hier geht's auch rein. Boah, wie viele Türen? Eingänge. Da geht's hoch, okay. Da ist die... Ist der Clubraum unten? Ey, ist ja voll was los. Ich habe im Erdgeschoss doch irgendwo jetzt hier diesen Geheimgang geöffnet, ne? Was ist denn das hier? Erkunden. Oh, schön. Jetzt kriegt man hier nochmal jeden wichtigen Raum gezeigt. Das ist auch super. Kann man da andenken. Ja, das ist oben, da war ich. Greifen Sie auf Erinnerungen aus Arnos Mission zu. Der Trainingsraum. Der ist hier oben. Um Assassinenfertigkeiten zu verbessern. Okay. Und Arnos Zimmer. Was haben wir denn hier? Ach, da sind die Briefe gewesen. Okay. Prüfen Sie Ihre Ausrüstung. Okay. Vermächtniskammer, da oben. Ah! Klamottis. Die kennt man ja alle. Und der Clubsaal. Greifen Sie auf alle Clubaktivitäten zu. Und die Rüstkammer. Oh. Ein mysteriöser Raum. Das war's. Schick gemacht mit den ganzen Kamerafahrten und so. Aha, hier habe ich ihn gefunden. Den Gang. Da ging es auch eben rechts noch weiter runter, wenn ich richtig gesehen habe. Steckt voller Überraschung, dieses Café. Finde ich cool. In der Rüstkammer unten, das war wahrscheinlich wieder so eine Rüstung, wie es bisher in jedem Spiel gab, die man so mit Schlüsseln dann frei machen kann. Wow. Voll der Höhlenkomplex. Ist... Ah, guck mal an. Das ist eine Verbindung zum Assassinenbüro. Hier ist das ja, wo der Rat sich befindet. Sauber. Das erklärt auch die ganzen Geheimgänge in dem Café, wenn das eh dazugehört. Das tut aber einiges abkürzen. Muss man da nicht mal raus? Kann man eigentlich, wenn man eine Mission macht, kann man immer da durch den Tunnel laufen. Die Rüstkammer und so würde ich mir jetzt aber auch noch gerne ansehen. Ah, dass die Ladezeiten immer noch so lange dauern. Das ist immer noch ein bisschen was sie noch verbessern könnten. Ja, hier war die Treppe nach unten. Habe ich richtig gesehen. Ach, guck mal hier. Hier kommt man sogar in die Kanalisation. Da hinten leuchtet was. Auch verbunden. Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seine Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel.
Es bestand aus 3 Ringen, einer für jede der Türen. Das Segel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen. Okay, das ist die Ausrüstung, die Klamotte von dem Assassin, den wir ganz, ganz am Anfang von Assassin's Creed gesehen haben, in der ersten Episode, da noch in der Zeit nach den Kreuzzügen, als man den Templer kurz gesteuert hat. Da hat man gegen den gekämpft. Da hatte ich ja gesagt, das sieht so ähnlich aus wie Altairs Rüstung, nur in Schwarz. 3 Herausforderungen der Rüstkammer beenden. Ist auf jeden Fall ein schick. Ach, guck hier, das sind dann die Aufgaben. Fragmente gesammelt habe ich hier schon 2. 18 Fragmente bergen, um die Nostradamus-Scheibe freizustellen. Okay. Und ich habe erst so wenig. Was ist denn hier noch? Ach, das ist der Brunnen. Wahrscheinlich, oben. Das war auch ein Eingang halt, wenn man schnell hier rein will. Kann man über den Brunnen gehen. Hier ist noch ein... Ah, das ist so ein Nostradamus-Rätsel. Und was haben wir denn hier hinten noch? Da geht's auch rauf. Mann. Ach, okay. Das ist der Eingang zum Assassinenbüro, den ich immer genommen habe. Und jetzt geht's halt auch noch hier durch. Da ist zu. Hier ist nichts. Willkommen im Assassinen-Clubhaus, Monsieur. Ich nehme an, dieses Haus ist nicht für die Öffentlichkeit. So ist es. Dies ist ein privater Club für unsere Assassinen-Brüder und Schwestern. Interessant. Es gibt hier also direkt 2 Geheimgesellschaften. Einige Missionen sind für einen einzelnen Assassinen nicht zu schaffen. In solchen Fällen arbeiten viele gerne stets mit denselben Leuten. Man entwickelt so Gefühl für Stärken und Schwächen der anderen und weiß, wie ein jeder bei Gefahr reagiert. In einem Club sind solche Gruppen einfacher zu organisieren. Das ist wohl besser, als einfach den Nächstbesten zu nehmen, der frei ist. Ganz recht. Okay, der Clubsaal. Wahrscheinlich alles dreht sich hier um die Koop-Missionen, wo man ja auch seinen eigenen Club erstellen kann und beitreten. Hier sieht man das. Schön eingerichtet auf jeden Fall. Clubziele gibt es auch noch. Kann man mit seinem Club Aufgaben erledigen und die Koop-Mission spielen. Und dann den verbessern. Ja, das war jetzt wirklich jeden Raum, den wir hier erkundet haben, von dem Theater. Ich fand es sehr interessant. Gibt es halt vieles noch zu tun und freizuschalten. Die Rüstung, die will ich auch gerne haben. Die werde ich mir auch schnappen später. Und ja, in der nächsten Episode gibt es dann mal wieder eine Mission und was zu tun hier. Heute war es ja nur, ich sag mal, eine Roomtour hier durch Assassin's Creed und durch Arnos Anwesen hier, wie man das aus MTV-Sendungen gesehen hat. So, mein Café, meine Bitches, mein Haus, alles klar. Also, in der nächsten Episode geht's weiter hier mit Assassin's Creed Unity und Arno in Paris. Und dann schaltet wieder ein. Also, Leute, bis dann. Ciao, ciao.